Ja, Roland Schwarzl, das Aushängeschild des österreichischen Zehnkampfsports, ist jetzt bei uns, auch einen Tag, bevor es so richtig losgeht, in Götzis, vielleicht auch für Sie mit dem Saisonbeginn. Wie geht's? Gesundheitlich alles okay? Ja, gesundheitlich geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe mich ganz gut vorbereitet. Ein paar Zwicki-Zwackis habe ich natürlich gehabt in der Vorbereitung, aber es gehört eigentlich so immer dazu. Aber jetzt fühle ich mich eigentlich ganz gut und ich freue mich jetzt schon auf den Wettkampf. Die letzten Jahre waren ja gesundheitlich jetzt nicht so optimal. Ist das ein Fortschritt, dass es Ihnen relativ oder fast perfekt gut geht? Ja, das ist eigentlich ein extremer Fortschritt. Ich muss auch sagen, das letzte Jahr hat mich natürlich sehr zermürbt und hat natürlich an meiner Substanz genagt. Ich muss sagen, ich habe mich auch ganz gut erholt. Ich habe seit September eigentlich schon auf die Saison 2012 hingearbeitet und ich bin eigentlich ganz gut, wie gesagt, durchgekommen vom Training her. Und ja, gesundheitlich geht es mir eigentlich so vom Gefühl her wieder sehr, sehr gut. Und wie gesagt, eigentlich einen guten Wettkampf steht nichts im Wege. Sie haben ja einen großen Schritt gewagt, sind nach Saarbrücken ausgewandert sozusagen, nach Deutschland. Warum? Ja, ich muss sagen, natürlich war ein Aspekt natürlich, dass ich einfach jetzt in Salzburg immer allein war. Dort hatte ich zwar perfekte Bedingungen im Training und so weiter, eine gute Leichtathletikhalle, aber ich war eigentlich immer allein. Ich war der einzige Topathlet, der dort trainiert. Und jetzt in Saarbrücken ist es natürlich so, dass dort ja erstens einmal ein Leichtathletikstützpunkt ist mit einer riesen Leichtathletikhalle, ähnlich wie in Wien, die immer offen ist, wo man immer rein kann. Und ja, ich bin halt eigentlich aufgenommen worden wie jeder deutsche Kaderathlet, von dem her war es eigentlich perfekt. Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Ist das so einfach, dass man da hingeht zu den Deutschen und sagt, ich bin jetzt da, lasst mir euer Know-how teilhaben und eure Anlagen nutzen? So einfach ist es natürlich nicht, aber ich habe natürlich durch meine jahrelange Erfahrung und natürlich durch Bekanntschaften, was ich natürlich geknüpft habe jetzt in den ganzen Jahren, habe ich natürlich ja schon einige Leute gekannt dort und ich bin jetzt auch dort am Verein beigetreten, was jetzt nichts jetzt zu tun hat. Ich bin natürlich in Österreich, jetzt ich bin Österreicher, noch starte für einen österreichischen Verein, aber auch in Deutschland kann ich bei so regionalen Meisterschaften kann ich auch für den deutschen Verein an den Start gehen und das war natürlich auch ein gewisser Schritt in die Richtung, dass man natürlich auch als Gegenleistung unter Anführungszeichen auch dann natürlich die ganzen Anlagen benutzen kann und von dem her natürlich perfekt für mich. Das ist ja die Frage, die ich auch Dominik Distelberger gestellt habe. 10 Disziplinen, wie kann man sich das als Laie vorstellen? Müssen Sie das Zehnfache tun von einem individuellen Athleten oder brauchen Sie 10 verschiedene Trainer? Gerade Sie haben ja sehr viel in Eigenregie gemacht oder gemeinsam mit Ihrer Frau. Ist das auch jetzt vielleicht ein Grund, nach Deutschland zu gehen, um sich dort Know-how zu verschaffen? Ja, ich muss sagen, meine ganze Karriere über habe ich mir eigentlich Know-how geschaffen, einfach selber immer, weil ich sage, von selber kommt gar nichts und man muss sich einfach selber ein bisschen dahinter klemmen, dass man das bekommt. Wir haben sehr viel mit den Tschechen in der Vergangenheit zusammengearbeitet und auch mit den Amerikanern. Wir waren oft bei Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen dort und haben natürlich dort eigentlich jede Information, jeden Hinweis eigentlich aufgesaugt, wie ein Schwamm und ähnlich ist es auch jetzt bei den Deutschen. Ich habe zum Beispiel jetzt einige Speerwurfeinheiten jetzt mit dem deutschen Nationaltrainer im Speerwurf mit Boris Henry, auch ein ehemaliger 90-Meter-Speerwerfer, trainiert. Der trainiert übrigens auch den Weltmeister im Speerwurf, den Matthias De Zorro. Von dem her natürlich top dort. Und ich muss schon sagen, das hilft enorm. Das lernt man nirgends. Wenn man mit den Leuten zusammen ist und einfach, sagen wir mal, auch da mal auf einem Bild zusammensitzt und mit denen einfach über Trainingsphilosophie, über Dinge quatscht, einfach, dann ja, das kann man aus keinem Buch haben. Das kann man eigentlich nur persönlich mit denen besprechen. Das könnte man sich als Außenstehender vorstellen, Sie als quasi Aushängeschild des österreichischen Zehnkampfs, Top-Athlet, junger, dynamischer Mann, bekommt von allen Seiten Unterstützungen, auch wirtschaftlich, Sponsoren und so weiter. Jetzt habe ich aber gelesen, dass das vielleicht ganz das Gegenteil ist. Wie schaut es da aus bei Ihnen? Ich muss sagen, ich bin sehr stolz und auch froh darüber natürlich, dass mir das Bundesheer so unterstützt und auch weiterhin unterstützt und auch mich in der Entscheidung ja, bekräftigt hat, auch nach Saarbrücken zu ziehen, um dort eben meine Zelte aufzuschlagen und um dort eben mich auf die ja, sportlichen Herausforderungen vorzubereiten. Und auch die österreichische Sporthilfe ist eigentlich über Jahre hinweg eigentlich mein treuer Partner gewesen und auch natürlich mein Ausrüster. Natürlich tragisch war es eigentlich letztes Jahr oder Ende des Jahres, dass sie einfach erfahren haben, dass sie jetzt vom Team Rot-Weiß-Rot eben nicht mehr weitergefördert werden. Natürlich in einer so wichtigen Saison wie den Olympischen Spielen war das natürlich auch ein herber Rückschlag, aber ich muss sagen, ja, vielleicht ist doch für irgendwas gut. Ich sage, ich war natürlich am Anfang ein bisschen deprimiert und ein bisschen zusammengeschlagen, aber ich muss sagen, ja, man muss sowieso weitermachen. Man kann sich zwar jetzt aufregen darüber, aber ich sage, ich habe trotzdem weitergemacht, bin natürlich jetzt
nicht auf Trainingslager gefahren, weil es mir einfach nicht leisten können. Ich habe meinen ersten Zehnkampf eigentlich aus finanziellen Gründen absagen müssen in Italien, der was eben vor 3 Wochen schon stattfinden hätte können. Aber nichtsdestotrotz bin ich doch froh, jetzt hier zu sein und mich gut zu fühlen, und ich freue mich. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also, dass Sie kein Millionär werden als österreichischer Zehnkämpfer, das ist jetzt schon durchgedrungen, aber wie kommt man da durchs Leben? Sparsam oder geht das schon so, dass man mehr oder weniger nicht die Groschen zählen muss, wobei das jetzt nicht so geklungen hat? Naja, ich muss schon sagen, meine Frau und ich, wir leben sehr sparsam und wir schauen schon, dass wir sehr haushalten natürlich mit unseren Ressourcen und deshalb eben sind auch so Entscheidungen wie eben eine Wettkampfabsage aufgrund finanzieller Dinge ist es natürlich sehr bitter. Wie gesagt, wenn man das jetzt dann hört, dass es da jetzt dann um so 800 Euro gegangen wäre, ja, im Endeffekt 800 Euro haben oder nicht haben, ist natürlich ein großer Unterschied jetzt für mich zum Beispiel. Aber ich muss sagen, jetzt wir schauen schon, dass man ganz gut haushalten mit unserem Budget, und meine Frau steht auch voll hinter mir und ist natürlich als Betreuerin natürlich auch immer mit mir unterwegs und ja, schaut natürlich auch, dass das ganze Geld natürlich auch in unseren Sport läuft. Klingt natürlich trotzdem ein bisschen dramatisch, wenn Sie, der hauptberuflich quasi Sportler ist, Wettkämpfe absagen müssen. Denken Sie darüber nach, wie lange tue ich mir das noch an? Mache ich ganz was anderes? Ich meine, Sie klingen ja sehr motiviert noch immer. Ist das auch so? Na klar, ich bin ja immer motiviert. Ich habe immer große Ziele und traue mir das auch zu, das alles noch zu erreichen. Ich bin jetzt zwar schon 31 Jahre alt, aber es ist noch immer eigentlich sehr, sehr jung und ich fühle mich auch noch sehr jung und frisch. Und ich muss sagen, die Zeit ist sicherlich noch nicht vorbei und ich bin, wie Sie ja erkannt haben, ich bin wirklich noch motiviert und mit Spaß dabei, und das ist eigentlich das Wichtigste im Sport. So ein Zehnkampf, das sieht man und erkennt man. Sie sind selbst Leidtragender seit vielen Jahren mit immer wieder kleineren und größeren Verletzungen und Krankheiten. Jetzt hat es auch Dominik Distelberger zum Beispiel kurz erwischt. Ist das einfach eine Killer-Sportart, mehr oder weniger, dass man da so viel Tribut zahlen muss? Oder glauben Sie, dass der Zehnkampf nicht mehr zeitgemäß ist, weil er einfach so viel fordert vom Körper? Ja, er ist natürlich sehr fordernd, muss man schon sagen. Im Training allein, was man da für Bensum fahren muss heutzutage, ist natürlich enorm. Allein für die Sprünge, von den Schnellkraftbelastungen, auch natürlich im Krafttraining ist es nicht so, dass es einfach so ein Wellness-Training ist, sondern man muss halt wirklich schauen, dass man den Körper richtig trimmt und auch auf die Wettkämpfe bestens vorbereitet. Und von dem her ist es natürlich, ich glaube, sicherlich einer der härtesten oder intensivsten Sportarten, was es gibt. Und deshalb sieht man natürlich immer wieder auch bei den Top-Athleten, dass immer wieder so kleine Wehwehchen oder auch größere Verletzungen auftauchen, die einen oft einmal mehrere Monate oder sogar Jahre kosten. Dieses Jahr ist ein sehr wichtiges für alle Zehnkämpfer oder für alle Leichtathleten. Es gibt die Europameisterschaft, es gibt eben natürlich die Olympischen Spiele als Riesenhighlight in London. Wie schaut Ihr Fahrplan aus? Sie müssen sich noch qualifizieren für alle Großereignisse. Was planen Sie? Ich habe jetzt einmal geplant, jetzt einmal eben Götzes einmal als ersten Zehnkampf zu machen. Ich schaue jetzt einmal, wie jetzt der Wettkampf läuft. Ich werde auf jeden Fall meinen Spaß haben. Ich werde schauen, dass jede Disziplin zu meiner Zufriedenheit verläuft. Und natürlich gibt es im Zehnkampf immer leichte Ups und Downs, aber ich sage mal, ich bin schon lange genug dabei, dass ich mit denen umgehen kann. Und der weitere Fahrplan schaut eigentlich so aus, dass ich in 2 Wochen einen zweiten Zehnkampf geplant habe. Das ist eben auch ein Combined Events Challenge Zehnkampf, der in Tschechien stattfindet, jetzt schon seit einigen Jahren. Das ist eben dort in der Heimat vom Weltrekorder Roman Schäberle, und dort habe ich auch schon einen fixen Startplatz, und von dem her natürlich enorm wichtig, auch mit Hinblick auf die ganze Saison. Natürlich ist es natürlich immer gut, wenn man mehrere Chancen hat, und ich habe eigentlich aus der Erfahrung, dass ich einfach mehrere Zehnkämpfe brauche. Beim ersten Zehnkampf geht es immer ein bisschen schwer, und da muss man natürlich sich ein bisschen einkämpfen und da schauen, ob die ganzen Anläufe wirklich so wie im Training passt, ja alles, aber es muss natürlich auch im Wettkampf passen, wo die Motivation und die Anspannung natürlich ein bisschen größer ist. Aber ich habe in 2 Wochen wieder die Chance, und dann, wenn alles passt, habe ich zumindest einmal 7.800 Punkte, was ich eben brauche für die Europameisterschaften, und dann sind eben im Juli dann die Europameisterschaften. Na, Juni. Juni, glaube ich. Ja, einen Monat vor den Olympischen Spielen auf jeden Fall, also da wäre dann noch Zeit. Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie haben aber jetzt, glaube ich, seit knapp 2 Jahren keinen Zehnkampf mehr beendet, nämlich mit allen 10 Disziplinen. Auch im letzten Jahr in Götzis
nicht alle Disziplinen bestritten. Was muss passieren oder was wird passieren? Wie gehen Sie daran? Sagen Sie sich, wenn es irgendwo zwickt, dann schaue ich lieber auf die nächste Chance oder wollen Sie schon auch Götzes jetzt unbedingt finalisieren? Nein, ich muss sagen, das Unbedingte oder den Druck, den mache ich mir ehrlich gesagt nicht. Der kommt von anderen Leuten, der kommt aber nicht von mir persönlich. Ich muss sagen, wenn alles so läuft, wie man das erhofft natürlich oder wie man das wünscht, dann wird das alles, glaube ich, ganz ein gutes Wochenende werden mit ganz guten Ergebnissen. Und wie gesagt, im Vorfeld so Europameisterschaftslimit habe ich mir als kleines Ziel gesetzt. Wenn ich das abhaken kann, bin ich wirklich hochauf zufrieden und ja, dann kann ich positiv in die nächsten Wettkämpfe weiterschauen. Das wären 7.800 Punkte, das wünsche ich Ihnen mindestens. Viel Glück für die nächsten beiden Tage. Ja, vielen Dank. Schwarzl. Dankeschön. Danke.